Hi, ich heiße Christian und ich arbeite für Kumon Deutschland. Das spielt hier in diesem Video eigentlich überhaupt keine Rolle, denn ich bin in erster Linie Vater, also ein Elternteil so wie ihr. Und ich stelle mir die Frage, wie kann man jetzt in dieser schulfreien Zeit, die ja keine lernfreie Zeit ist, seinen Alltag so am besten organisieren, ja, und mit seinem Kind gestalten, ohne dass es dort zu größeren Verwerfungen kommt. Ja, dazu habe ich dieses Video und auch das nächste Video vorbereitet mit ein paar Tipps, die ja meine Frau mit mir tatsächlich entwickelt hat und die wir versuchen zu Hause umzusetzen. Vielleicht ist es ja ganz hilfreich für euch. Die ersten Tage sind zumindest schon mal ganz gut gegangen. Also dazu schalte ich euch erstmal den Bildschirm frei und gucken uns das Ganze mal an. Ja, zu Hause lernen. Gucken wir also mal auf da die verschiedenen Punkte, die es da zu beachten gibt. Denn dies ist eine außergewöhnliche Situation. Aus der Elternrolle schlüpfen wir unversehens nun in die Lehrerrolle rein. Und diese Rolle kennt weder unser Kind oder euer Kind noch wir. Also mir geht es zumindest so. Wie können wir uns nun in dieser Rolle definieren, in der wir uns selber wie auch unser Kind akzeptiert? Und am Ende kein großer Krach entsteht. Ganz wichtig ist es sicherlich, mit seiner eigenen Unwissenheit und Schwäche umzugehen, offen umzugehen und sich nicht hinter einem Anspruch übertriebener Lernerwartung zu verstecken. Also gucken wir mal auf den ersten Punkt. Das wäre erstmal seine Rolle finden. Welche Rolle nehme ich da ein oder will ich da einnehmen? Bin ich der große Erklärer oder der Lehrer, der jetzt den in der Schule ersetzt, der alles erwartet, dass alles wie am Schnürchen und wie immer läuft? Oder bin ich vielleicht eher jemand, der seine Hand reicht und der einfach da ist? Oder vielleicht noch was ganz anderes? Wer und wie wollen wir in dieser Zeit nun also sein? Und als wer möchten wir von unserem Kind gesehen werden? Das ist vielleicht die Frage, die wir uns erstmal überlegen sollten. Zweiter Punkt. Gemeinsam einen Plan machen. Ja, was heißt das? Die Rolle und unsere Erwartungen, die wir stecken, die sollten wir vielleicht erst einmal mit unserem Kind besprechen und erarbeiten. Rufen Sie doch erstmal vielleicht so eine Art Familienrat ein, in der Sie offen die Situation mit Ihrem Kind besprechen. Denn das, was wir jetzt erleben, das ist vielleicht nicht nur für diese Woche oder nächste Woche, das können 4, das können vielleicht sogar 6 Wochen sein oder noch länger. Denn klar, für viele Kinder ist diese Zeit jetzt erstmal eine Art unverhoffte Ferienzeit und kommt vielleicht auch gar nicht so unerhofft. Aber für viele andere ist das eine Art des Abenteuers oder eben auch eine Zeit der großen Unsicherheit oder vielleicht sogar der drohenden Langeweile. Wissen wir das? Wir haben das mit unserem Kind erstmal besprochen und herausgefunden, wie unser Kind die Situation sieht und einschätzt. Also teilen Sie doch erst einmal gemeinsam, wie Sie mit der Zeit umgehen wollen und wie Sie die erleben. Fragen Sie Ihr Kind, stellen Sie Fragen, seien Sie offen. Denn erst in einer vertrauensvollen Situation können Sie die Dinge gemeinsam angehen. Und vielleicht stecken da vielleicht noch viel mehr Dinge dahinter, als die Frage, wie ich heute gerade überhaupt mit meinem Kind lernen möchte. Ja, das ist es erstmal für heute. Moment, stoppen wir das mal hier, damit Sie mich wieder sehen. So, im zweiten Video sprechen wir dann darüber, ja, wie man sich tatsächlich praktisch organisiert und was man eigentlich dann machen kann, um die Zeit ja nicht als furchtbare Zeit, sondern auch etwas Neues zu erleben, an der beide Seiten wachsen können. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!